Dein Körper bekommt noch kein Wasser. What? Ein Plattenträger für 150 Euro? Das kann doch gar nicht sein, oder? Doch. Ausrüstung muss nicht immer teuer sein. Als Beispiel mein erster Einsatz. Ich habe mir selber diesen Chest-Rig besorgt für ca. 30 Euro und er hat 4 Monate gehalten bei voller Kampfbeladung. Ganz klar, man sieht hier einige Gebrauchsspuren, das ist natürlich logisch, nach 4 Monaten Dauerverwendung, aber alles in allem hat er gehalten. Genauso wie er hier, zweiter Einsatz, sieht auch hier Gebrauchsspuren. Da habe ich mit dem Gewebeband etwas nachgebessert, die Löcher quasi wieder ausgebessert, aber ansonsten hat auch diese Weste top gehalten. Ich kann dir also schon mal jetzt sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch günstige Ausrüstung halten kann. Schön, euch wieder dabei zu haben. Ich bin's, euer Flacco. Freut mich wirklich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns an den Plattenträger von Bigardi. Für 150 Euro, sage und schreibe, 49 Euro. Tatsächlich habe ich diesen Plattenträger noch nicht ausgepackt. Ich habe mir gedacht, das mache ich mit euch zusammen und wir schauen uns das ganze Ding mal von vorne bis hinten an. Als allererstes, Achtung, öffne ich mal die Verpackung und nehme den Plattenträger raus. Okay, erster Eindruck. In der Tat, es ist ein Plattenträger. Und schon mal vorab, wir werden den Plattenträger so richtig testen. Ich werde später mit dem Plattenträger an und natürlich Gewichtsplatten drin, aber nicht zu viel. Eine Strecke laufen, rennen von ca. 16, 17 Kilometer. Und dann werden wir mal schauen, was der Plattenträger wirklich kann, ja. Okay, dann haben wir jetzt hier den Plattenträger. Was als allererstes schon mal positiv mir auffällt, sind diese Pads hier am Rückenteil und auch vorne. Und zwar kann man die auch abmachen. Ganz genau, wer die nicht möchte, weg damit. Ansonsten ganz angenehm zu tragen. Bei dem Plattenträger, den ich zum Beispiel meistens nutze, das ist der hier. Link ist in der Beschreibung, wer sich dafür interessiert. Der hat zum Beispiel hier keine Polsterung am Rücken und auch nicht vorne. Ja, ich sage es mal so, wenn du den Plattenträger, warum auch immer, jeden Tag, den ganzen Tag tragen musst, dann machen diese Teile natürlich Sinn. Gut, so, was hier mitgeliefert wird, sind auch Magazintaschen. Ich würde sagen, die machen wir gleich ab. Ist aber schön, dass die dabei sind und wir schauen die uns gleich mal an. So, dann haben wir das nämlich auch abgefrühstückt. Es sind Magazintaschen und zwar 3 Magazintaschen aneinander, schön mit Klettverschluss hier. Ich habe hier mal Magazine gleich parat gelegt. Ich vermute mal natürlich klassischerweise für die M4, M16 Magazine und ja, siehe da, passt rein natürlich. Sind es Doppelmagazintaschen. Oh, ihr seht, geht etwas straff hier sogar, aber gut. Macht ja nichts. Dann schauen wir mal, wie es mit der Kalaschnikow aussieht. Müssten normalerweise auch passen. Ja, alles kriegen wir schon mal rein. Nummer 2. Ja, da wird es natürlich eng. Also, von der Kalaschnikow bekommst du dann nur ein Magazin rein. Aber gut, wir haben hier ja noch weitere Taschen. Das heißt, ja, insgesamt würdest du hier 3 reinbekommen. Jetzt frage ich mich aber, wie es denn mit G36 Magazin aussieht. So, und dann G36 rein. Ja, ihr seht, passt rein. Also ein Magazin, zweites brauche ich hier gar nicht versuchen. Das wird nicht reinpassen. Das geht nicht. Gut. Okay, wäre das mit den Magazintaschen erledigt, können wir gleich mal weglegen. Die Magazine auch wieder weg. So, dann gehen wir zurück zum Plattenträger. So, verbunden wird Front- und Rückenteil sowohl hier oben als auch an der Seite mit diesen Kunststoffklammern. Ja, so, der Plattenträger ist natürlich wie ja, hoffentlich alle Plattenträger in der Größe verstellbar. Hier haben wir die Schulterpolster auch nochmal schön gepolstert und dann kannst du hier die Bänder mit Klett lösen und dann in der Länge eben einstellen, je nachdem eben was du brauchst. Ja. Hier hinten kann man gar nichts einstellen, also diese Bänder hier sind tatsächlich fest vernäht. Gurte hier an den Seiten sind natürlich auch in der Länge verstellbar. Ja, was hier passieren wird, das weiß ich jetzt schon, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel später joggen gehe, laufen gehe, da wird sich dieser Gurt verstellen. Aber, das hat man ja schon ganz am Anfang gelernt, seine Ausrüstung muss man natürlich immer entsprechend vorbereiten. Das werde ich jetzt dann auch gleich machen und zwar werde ich diese Gurte auf meine Größe, auf meinen Bedarf einstellen und dann natürlich mit Klebeband fixieren, dass sich da eben nichts bewegt. So, ansonsten, hier sind auch überall Molle-Schlaufen, das heißt, ihr könnt überall hier vorne sowie auch
hinten auf der Rückseite eure eigene Ausrüstung festmachen, eure eigenen Magazintaschen und so weiter. Hier haben wir auch noch eine Schlaufe, also so ein Bergegriff sozusagen. Auch ganz schön, ein schönes nice to have, sag ich mal. Ja, einzig und allein hier an der Seite, wie ihr natürlich seht, ist quasi der Plattenträger ja in der Leichtbauweise. Das heißt, an der Seite können wir natürlich keine Taschen befestigen. Aber wenn ich mir diesen Träger kaufe, dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich hier an der Seite eben nur so einen Gurt habe und an der Seite auch keine Taschen befestigen möchte, beziehungsweise wer mit Battle Belt spielt, beziehungsweise ein Tragesystem wie ein Chestrick oder Kampfmittelweste verwendet, der weicht diesem Problem sowieso aus. Dann dient der Plattenträger ja quasi eh nur als Plattenträger. Also, wie der Name sagt, er trägt die Platten. Zu denen ich jetzt komme, das ist natürlich das, was mich am allermeisten interessiert. Passen hier auch Schutzplatten zum Beispiel rein? Geöffnet werden kann der Plattenträger wie standardmäßig bei fast allen Plattenträgern hier unten mittels Klettverschluss wieder. Was auch hier schön ist, bei dem Träger im Lieferumfang enthalten sind diese Dummy-Platten, diese Schaumstoffplatten, die eben eine Größe einer Originalschutzplatte haben. Ist natürlich toll, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht mit Originalschutzplatten spielen, sondern ihr möchtet, dass der ausgestopft ist, weil sonst wabbelt der hier so ein bisschen rum und ist nicht wirklich stabil. Vor allem, wenn du Magazintaschen dran hängen hast, dann hängen die da runter und alles ergibt keinen Sinn. Dann stopft das Ganze ein bisschen aus, aber wiegt eben nichts. Aber ansonsten probieren wir jetzt mal diese Originalplatten aus. Das sind jetzt hier so Level 4 Platten Standalone, ob die hier problemlos reinpassen und auch gut sitzen. Und ich sehe jetzt schon, läuft bei uns. Sehr gut. Okay, kann man auch hier schön verschließen. Sehr gut. Passt, hält, die sitzen und habt ihr gut gemacht. Jawohl. Nee, habt ihr gut gemacht, ja, muss man hier sagen, ja. So, auf der Rückseite hast du natürlich auch nochmal so eine Dummy-Platte aus Schaumstoff und ich habe hier zum Trainieren auch noch solche Gewichtsplatten, also die haben hier jetzt natürlich keine Schutzwirkung, vielleicht gegen ein Luftgewehr. Und die setze ich mal hier ein, passt natürlich auch super. Das heißt, ihr könntet theoretisch diesen Plattenträger auch als Trainingsplattenträger verwenden, sage ich jetzt erstmal. Natürlich müssen wir das Ganze, wie ich jetzt gleich machen werde, im Training testen, ob der überhaupt bequem ist. Gut, dann würde ich sagen, erster Eindruck ist auch von der Verarbeitung her eigentlich relativ gut. Wobei das zeigt sich, wie ihr alle natürlich wisst, erst im Laufe der Zeit. Wenn man so ein bisschen mit dem Plattenträger Action gemacht hat, halten die Nähte, was bringt der Stoff überhaupt, reibt der Stoff an gewissen Stellen, vor allem an Stellen, die natürlich sehr belastet werden, schnell durch und so weiter. Habe ich ja hier auch gezeigt, ganz klar, die Magazine reiben die ganze Zeit hier am Boden von der Tasche. Dann ist das Ding irgendwann durch. Aber wie gesagt, diese Erfahrung bringt dann eben die Zeit. Okay, dann bereiten wir zusammen mal den Plattenträger vor auf meine Größe, denn ich will jetzt gleich loslaufen. Los geht's. So, und fertig ist er. Okay, also Überlängen haben wir keine mehr. Wir haben den Plattenträger jetzt auf meine Größe vorbereitet. Warum ich das auch festtape, ganz klar, gut, im Winter könnte ich es ändern, brauche ich aber nicht, weil ich meine Plattenträger grundsätzlich immer unter der Winterjacke anziehe. Was ich jetzt hierzu noch sagen muss, ist, Begade gibt an bis zu einer Körpergröße von 1,90 Meter. Stimmt. Also ich bin jetzt hier wirklich schon am äußersten Limit, quasi hier oben. Was die, ja, die Größe im Sinne von Körpergröße, da bin ich jetzt wirklich am äußersten Limit angekommen. Mehr geht quasi fast nicht. Das stimmt, aber passt noch auf jeden Fall. Okay, ein Punkt, der mir jetzt natürlich auch direkt aufgefallen ist, der beim Laufen natürlich sich auch bemerkbar macht. Und wir joggen zwar nicht immer alle mit dem Plattenträger, aber wenn wir auf dem Feld rumhopsen, dann ist ja genau das Gleiche. Ja, viele Plattenträger haben eben hier hinten einen Gummizug zum Beispiel, dass das Ganze ein bisschen elastisch ist. Das ist natürlich jetzt sehr starr. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Plattenträger zumache, ich habe den Plattenträger an, es geht jetzt einen Berg hoch und ich brauche mal ein bisschen mehr Sauerstoff,
dann ist hier nicht viel Spielraum beim zum Beispiel Atmen. Ja? Aber gut, ist egal, wir reden ja immerhin, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen von dem Plattenträger für 49 Euro. Und ja, dann kann natürlich nicht alles dabei sein. So, dann würde ich sagen, lauf los, oder? Los geht's, ab in die Laufklamotten, let's go! Die Uhr hat gerade 3 Kilometer angezeigt. Alles okay. So langsam fängt meine Kehle an, so ein bisschen trocken zu werden. Aber nur ganz minimal. Das kann man total wegknuddeln. Kein Problem. Solange der Körper nicht nach Energie verlangt, ist alles okay. Weiter geht's. Ich meine, hat ja heute immerhin, ich kann später mal gucken, aber irgendwas zwischen 25 und 35 Grad. Bis später. Okay, ein bisschen mehr als 4 Kilometer. Das Geile ist, von hier aus sehe ich jetzt mein Ziel. Das ist eine Burg, aber es sind halt immer noch 12 Kilometer. 800 Kilometer, kennt ihr das? Wenn die Lippen zusammenkleben. Der Körper bekommt noch kein Wasser. Kann er machen, was er will. Der will ja auch noch gar nicht so wirklich. Boah, die Burg ist zum Greifen nah. Ich sehe sie hier. Diese Richtung, die ich zeige, man könnte meinen, ich müsste einfach nur springen und dann bin ich da. So, ich habe jetzt 10,9 Kilometer, jetzt werde ich noch ein bisschen laufen und dann, vor allem weil Burg liegt auf dem Berg, meistens, da geht es so richtig hoch. Da kannst du auch nicht mehr joggen, also das letzte, das allerletzte Stück, da muss ich mir auf jeden Fall ein bisschen Energie davor reinkloppen. Aber ich werde jetzt noch bis in die nächste Ortschaft laufen, dann melde ich mich wieder. Und da werden wir ein bisschen was trinken. Bis gleich. So, das ist jetzt die Ortschaft, die ich meine. Die nächste Ortschaft, die dann noch ca. 1 Kilometer weiter ist. Da werde ich mir dann nochmal was reinpfeifen, so ein Energiegel, noch was trinken, weil dann geht es wirklich den quasi Burgberg hoch und der ist gut. So, also wie gesagt, etwas mehr als 12 Kilometer. Ja, was werde ich mir jetzt hier reinhauen? Und zwar einmal diesen Eiweißriegel und dann noch eine Cola. Und wenn ich jetzt dann loslaufe, bei der nächsten Ortschaft werde ich mir so ein Gel reinkloppen. Ja, aber dazu noch mehr dann. Wow, wir sind jetzt bei Kilometer 14,5. Jetzt bin ich hier am Berg. Jetzt geht er los, jetzt gehe ich gleich in den Wald, jetzt haue ich mir den zweiten Energiemus rein. Und dann letztes Stück hier. Okay. Wie gut sowas immer schmeckt bei so einer Tour. Plötzlich richtig, richtig gut und wie du einfach jeden letzten Tropf dann noch raussaugst.
angekommen. Ja, Mann. Okay, dann werde ich jetzt hier beenden. So. Okay. Okay, das können wir so lassen, aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging ja hauptsächlich darum, dass wir mal testen, ob der Plattenträger auch für, ja, für sowas geeignet ist. Heißt, bei beanspruchten Belastung, ob er scheuert und so weiter. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, dass ich auch wirklich die Platten dabei hatte. Dann werde ich abgeholt, denn man hat mich heute ausgesetzt. Holt mich aber auch wieder ab, bringt mich jetzt aber nach Hause. Und da schauen wir mal, ob ich irgendwelche, ja, Reibespuren am Körper habe. Erster Eindruck, kann ich jetzt schon mal sagen, ist, hat sich total gut angefühlt. Nichts hat gerieben. Ja, also bis jetzt bin ich echt zufrieden. Aber wir sehen uns später wieder im Studio. Bis dann. Und da sind wir wieder zurück. Schön, dass ihr noch dabei seid. So, nun zum Fazit. Was halte ich von dem Plattenträger? Klare Sache, ich sag dir, wenn du was für einen schmalen Geldbeutel suchst, wenn du vielleicht noch nicht so viel Kohle hast, ganz klare Kaufempfehlung. Ja, oder auch wenn du viel Kohle hast und irgendwas suchst, was du hier runterrucken kannst im Feld, im Wald. Der Plattenträger ist vor allem eben für diesen Preis 49 Euro wirklich top. Klar, in der Preiskategorie, da müssen wir natürlich Abstriche machen. Wie schon gesagt, hier zum Beispiel diese Gurte, dass die nicht elastisch sind. Oder diese Polster, die sind aus einem Material, das ein bisschen fest ist. Ja, ist hier aber irrelevant, wie gesagt, nochmal für diesen Preis. Ich kann dir sagen, ich bin damit jetzt ca. 15, 16 Kilometer gerannt, gelaufen. Ich habe nirgendwo am Körper irgendwelche Reibestellen, irgendwelche roten Stellen, nichts ist aufgerieben. Also wirklich alles top. Für den Preis, der Träger, muss ich sagen, wirklich top. Ja, Empfehlung ist raus, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr uns ein Abo da lasst, ein Like da lasst und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dankeschön. Euer Flacco. Ciao.